präsentiert im Ring. Über 1 St. Moritz auf dem Weg zum Dach. Die Hindernisse übrigens von der Familie Linner in Wolnzach zur Verfügung gestellt. Jetzt auf dem Weg zum großen Entenhaus. Die Kombination im Fluss mit einer deutlichen Verkürzung des Galoppsprungs geritten. Jetzt der Holzstoß. Kein Problem für dieses auch schon rotulierte Paar. Eine kleine Abfrage über den richtigen Weg, den Ball hinaus. Und der Tiefsprung mit der Nummer 7. Hier das Pferd gut im Fluss. Hindernis Nummer 8, das Bienenhaus, ein bisschen stockend, etwas zurückgekommen, wie man sagt. Und ins Wasser, vorsichtig, gut ausbalanciert, im Tempo weiter breitet. Den dicken Horst gut getroffen. Auf allerschnellsten Weg zum offenen Graben. Müsste ich darauf schon auf die Leine. Hier, kein Problem. Sehr flüssig über die Mauer. Kein Zögern, kein Zaudern, die Weinfässer. Die Reiterin sehr bemüht, das Pferd im Tempo zu halten. Dadurch fängt sie ein bisschen an zu tupfen. Ja, muss da kräftig treiben. Jetzt die Wendung zum letzten Sprung. Die Richter sind bei der Notenfindung. Wie gesagt, Stil, Geländeritt, Sitz und Einwirkung des Reiters. Ah, eine ganz interessante Variante zum Sprung. 15 ist zu Hause.